So, meine Damen und Herren, wir haben ein straffes Programm. Ein klein bisschen haben wir jetzt gerade Luft. Wir kommen jetzt zu einem übergreifenden Thema. Referent ist der Herr Wolfgang Marquardt, Prokurist Ostwestfalen-Lippe-Bielefeld. Es geht um das Thema Arbeit 4.0, Praxisbeispiele aus dem digitalen Mittelstand. Meine Damen und Herren, ich hatte eingangs ja erwähnt, dass diese Oxford-Studie für mich sehr erschreckend war, als es plötzlich hieß, es werden in den nächsten Jahren bis zu 20 Millionen Arbeitsplätze betroffen, verändert, aufgelöst, insbesondere eben im mittelständischen Bereich von Angestellten und das in Unternehmen. Und das war für mich so sehr, sehr, wie soll ich sagen, betroffen, berührend war es einfach, weil was passiert da? Denn Sie kriegen 20 Millionen doch nicht plötzlich transformiert in andere Prozesse hinein oder mit anderen Aufgabenstellungen. Es bedeutet doch für eine Gesellschaft eine solche Veränderung, wenn ich mitbekomme, was jetzt auf die Versicherung oder auf die Banken zukommt. Also ungeheuerlich, es wird hier einiges in Bewegung geraten und wird uns gesellschaftspolitisch hier noch Schwierigkeiten bereiten und vor Aufgaben stellen. Und umso mehr fand ich dann eine Studie eines Soziologen in Freiburg hochinteressant, der zu dem Ergebnis kam, eine der Branchenbereiche, die relativ wenig betroffen wird und wo es wenig Ersatz geben wird, ist das Handwerk. Denn ein Handwerker ist nun mal ein Handwerker. Auch die tollen Roboter, die wir schon sehen, werden natürlich die eine oder andere Tätigkeit übernehmen. Aber den Roboter, der hochklettert auf 3 Meter und dort oben dann Gussrohre verlegt oder andere Leitungen behebt, den wird es in den nächsten Jahren noch nicht geben. Das Handwerk selber wird hier weiterhin federführend sein. Und insofern mache ich mir da keine Sorgen, aber es geht trotzdem, was bedeutet es fürs Handwerk im Hinblick auf seine Strategien, Strukturen, auf seine Arbeitsprozesse, wie sieht es aus mit konkreten Lösungen? Und hier wird Herr Marquardt uns einiges vorführen und präsentieren. Ich schaue mal, ob er schon bereit ist und in den Startlöchern. Jawohl, prima. Kommen Sie vor, grüße recht herzlich. Hallo. Herr Marquardt. Herr Marquardt, wir sind etwas früher an der Zeit, aber das macht überhaupt nichts. Mhm. Ihren Vortrag haben Sie ja mit, Sie sind gespeichert, Sie haben dadurch 2, 3 Minuten mehr. Ich bin neugierig, was Sie uns hier rüber transportieren und was Sie uns hier mitbringen können aus Ihrer Region an Informationen. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Ist das hier der Pointer? Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Der Kollege hat es gerade schon anmoderiert. Das Thema Digitalisierung beschäftigt natürlich die Arbeitswelt. Die Frage ist, wie wird sich die Digitalisierung auf die Qualität und Quantität von Arbeitsplätzen auswirken? Wie wird die Digitalisierung unser Arbeiten in der Zukunft verändern? Und was können wir jetzt schon tun, damit wir diesen Wandel in der Arbeitswelt positiv gestalten können? Ich möchte Ihnen dazu einige Praxisbeispiele zeigen und Erfahrungen deutlich machen, die wir in Ostwestfalen-Lippe gemacht haben. Und ich möchte das anhand von Beispielen tun und nicht von Studien. Vielleicht ganz kurz zu Ostwestfalen-Lippe. Wir sind eine Region, eine Stunde südlich hier von Hannover, 2 Millionen Einwohner, Bruttoinlandsprodukt von knapp 70 Milliarden Euro, 150.000 Unternehmen, 65.000 Studierende und wir gehören zu den stärksten Wirtschaftsstandorten in Deutschland. Was uns auszeichnet, ist der Mittelstand. Also der Großteil unserer Unternehmen ist mittelständisch geprägt, familiengeführte Unternehmen. Und wir haben schon vor vielen Jahren uns aufgemacht, in der Region zu schauen, wie wir mit dem Thema Digitalisierung umgehen können, wie wir die Potenziale der digitalen Transformation für Wirtschaft und Gesellschaft erschließen können. Und das beste Beispiel dafür ist unser Technologienetzwerk ITS-OWL. ITS-OWL steht für intelligente technische Systeme Ostwestfalen-Lippe und wir sind 2012 ausgezeichnet worden vom Bundesforschungsministerium als einer der 15 Spitzencluster in Deutschland, die Lösungen für die Herausforderungen der Zukunft entwickeln. Und wir tun das insgesamt mit 200 Partnern. Sie sehen hier unsere Kernpartner. Viele Unternehmen davon werden Sie kennen. Das sind jetzt keine kleinen
kleinen Unternehmen, auch vielleicht keine mittleren Unternehmen. Wir haben die Automatisierungsunternehmen dabei, wie beispielsweise Harting, Phoenix Contact, Vago und Weidmüller oder aber auch führende Maschinenbauer wie DMG Mori, Bentler oder Miele. Und wir arbeiten dabei ganz eng zusammen mit unseren Forschungseinrichtungen, die konkrete Schwerpunkte in den Bereichen intelligente Produkte und Produktentwicklung haben. Und so konnten wir in den vergangenen 5 Jahren 47 Projekte umsetzen, in denen wir konkrete Lösungen für intelligente Produkte und Produktionsverfahren entwickelt haben. Und das Besondere ist, wir haben in 171 kleinen Transferprojekten diese Lösungen auch für kleine und mittlere Unternehmen verfügbar gemacht, damit sie eben auch von diesen Technologieentwicklungen profitieren können. Darüber hinaus sind wir mit diesem Technologiefundus im Hintergrund losgelaufen und haben gesagt, wie können wir denn weitere Branchen erschließen, wie können wir diese Technologiekompetenz nutzen, um neue Anwendungsfelder in Wirtschaft und Gesellschaft für die digitale Transformation zu erschließen. Und wir haben in diesem Kontext unsere Initiative Wir gestalten unser Morgen entwickelt, wo in vielen weiteren Bereichen, unter anderem auch in Handwerk, versucht wird, diese neuen Technologien an den Mann und an die Frau zu bringen. Was heißt das für das Thema Arbeit 4.0? Wir haben ein Projekt umgesetzt in den letzten 24 Monaten, wo wir ganz gezielt geschaut haben, wie wird die Digitalisierung Arbeitsprozesse in Unternehmen verändern, wie können wir mit neuen Technologien die Arbeitsbedingungen verbessern, wie können wir die Menschen, die diese Arbeit verrichten, unterstützen und insbesondere, was können wir tun, um diesen Wandel in den Betrieben zu kommunizieren. Wir haben dazu ganz eng mit der IG Metall auch zusammengearbeitet und uns da verschiedene Projekte, Themenbereiche angeschaut. Ganz konkret haben wir mit 5 Unternehmen, größeren Unternehmen zusammengearbeitet, wo wir dann gemeinsam mit Unternehmensspitze, mit Personalrat, mit Produktionsabteilung, mit Betriebsrat, Gewerkschaft und Beschäftigten diese Veränderungsprozesse in der Produktion diskutiert und eingeführt haben. Da ging es überwiegend um unterschiedliche Formen von Assistenzsystem und die wichtige Erfahrung ist, dass wenn man solche Prozesse in enger Abstimmung und in enger Einbindung mit den Beschäftigten macht, ist diese Unsicherheit und das, die Technologiefeindlichkeit der Beschäftigten sehr viel geringer. Das ist eine Erfahrung, dass natürlich in vielen Betrieben Angst herrscht, was heißt das eigentlich für meinen Arbeitsplatz, wenn jetzt Algorithmen verschiedene Entscheidungen treffen, wenn Roboter einen Teil meiner Routinearbeiten übernehmen? Und durch diesen Kommunikationsprozess konnten wir sehr gut diese Ängste und Befürchtungen entsprechend abbauen und so das Klima in den Unternehmen auch entsprechend verbessern und insbesondere eine positive Grundstimmung, was das Thema Digitalisierung angeht, erreichen. Ich habe mal ein Beispiel mitgebracht. In den meisten Fällen ging es ja um Assistenzsysteme und ein Bereich ist beispielsweise die digitale Arbeitsanleitung durch Augmented Reality, was wir in verschiedenen Unternehmen in den Modellprojekten eingeführt haben. Das geht zum einen über Datenbrillen, zum anderen aber auch über Tablets, wo die Möglichkeit besteht, mit der Maschine zu interagieren und eben in das Live-Bild der Maschine Informationen eingebunden zu bekommen, was die Bedienung der Maschine angeht oder aber auch was die Wartung oder die Behebung von Störungen angeht. Und dadurch konnten eben sehr komplizierte Montagevorgänge beispielsweise oder Wartungsvorgänge doch erheblich vereinfacht werden, weil man eben nicht lange Handbücher lesen muss oder eben auf Wartungstechniker warten muss oder die anrufen muss, um jetzt Fehlerbehebungen durchzuführen. Produktionsausfälle wurden vermieden und Stillstandszeiten wurden verkürzt, sodass das insgesamt einen sehr positiven Aspekt auf die Produktion hatte.
Ich habe mal drei Praxisbeispiele mitgebracht, was so unterschiedliche Anwendungsszenarien dieser neuen Technologien angeht. Das erste, da geht es um die Produktentwicklung. Sie kennen das wahrscheinlich, man entwickelt ein neues Produkt, geht dann in ein Unternehmen und versucht das dort anzupassen. Und dann gibt es eben verschiedene Änderungen seitens des Kunden oder die verschiedene Anschlüsse passen nicht. Und wir haben ein System entwickelt mit dem Unternehmen GEA, wo also ein virtuelles Produkt in einer realen Produktionsumgebung getestet werden kann. Hier am Beispiel einer Zentrifuge für die Produktion von Apfelsaft. Und da kann dann in der realen Produktionsumgebung überprüft werden, ob die Anschlüsse, ob die Materialflüsse, ob die Prozesse funktionieren und dann direkt interaktiv mit dem Entwickler in dem anderen Unternehmen geklärt werden kann, wie diese Probleme gelöst werden können. Ein zweites Thema betrifft direkt den Mittelstand, und zwar geht es hier um die Digitalisierung im Schaltschrankbau. Schaltschränke werden häufig noch manuell zusammengebaut in sehr unterschiedlicher, großer Variantenvielfalt. Das heißt, die Handbücher, was die Fertigung oder Zusammenstellung dieser Schaltschränke angeht, sind sehr groß. Und der Aufwand für den Monteur, das alles sich anzueignen, ist dann auch sehr zeitaufwendig. Und wir haben diese 150-seitige Montageanleitung des Unternehmens Westermann Schaltanlagenbau, hier auch aus Minden, ungefähr eine halbe Stunde von hier entfernt, haben wir digitalisiert in ein Tablet, sodass also der Werker bei der Zusammenstellung dieses Montage dieses Schaltschrankes auf dem Tablet sehen kann, welche Schritte er als nächstes tun muss und so den individuellen Schaltschrank einfach entsprechend auch montieren kann. Das dritte Beispiel betrifft die Konzeption von Montagevorrichtungen. Dort haben wir gemeinsam mit dem Automobilzulieferer Heller ein System entwickelt, wo also virtuelle Produkte schon genutzt werden können, um die Montagevorrichtung zu entwickeln. Also bisher war es so, dass man warten musste, bis der Prototyp da war, und dann haben die Konstrukteure in den Unternehmen über solche Pappkonstruktionen angefangen, die Montagevorrichtungen zu bauen. Das hat dann immer relativ lange gedauert und war kompliziert. Und jetzt besteht die Möglichkeit, das eben über Virtual Reality zu machen. Sie sehen das hier auf dem Bild, dass also der Montagevorgang virtuell simuliert werden kann. Und dann man an den realen Pappkonstruktionen sehen kann, ist der Arbeitsablauf wirklich optimal oder muss ich vielleicht die Abläufe anders zusammenstellen und so also diesen Prozess der Konzeption dieser Montagevorrichtung sehr viel schneller und effizienter und früher auf den Weg bringen zu können. Das sind alles Beispiele, die schon verfügbar sind, die jetzt mit konkreten Unternehmen entwickelt werden können, worden sind und die wir jetzt aber auch in einem Transferprozess für weitere Unternehmen zur Verfügung stellen können. Ein weiteres Beispiel, was die Digitalisierung der Arbeitswelt angeht oder ein wichtiger Bereich, ist natürlich die Aus- und Weiterbildung. Sie kennen alle die Studien, die natürlich belegen, dass die Mitarbeiter von morgen ganz andere Kompetenzen benötigen, als sie jetzt vielleicht in den Betrieben haben. Wir haben dafür verschiedene Weiterbildungsangebote auf den Weg gebracht. So gibt es beispielsweise eine Zusatzqualifikation Fachkraft für digitale Produktionstechnik, die einzigartig in Deutschland ist und die in Ostwestfalen-Lippe gemeinsam mit DMG Mori und der VDMA Nachwuchsstiftung entwickelt worden ist, um eben im Produktionsbereich die neuen Anforderungen, was digitale Prozesse, digitale Produkte und Kompetenzen angeht, für Ausbildungsberufe, für Technikerausbildung in den Bereichen Elektro und Metall aufzubereiten. Das findet mittlerweile eine große Aufmerksamkeit in ganz Deutschland und ist ein Erfolgsmodell, was in Ostwestfalen-Lippe sehr stark nachgefragt wird. Der zweite Bereich sind die älteren Fachkräfte mit langjähriger Berufserfahrung, die natürlich nochmal in besonderer Weise auf neue Technologien hingeführt werden müssen, die natürlich keine Digital Natives sind wie Azubis, die mit dem Handy groß geworden sind. Und dafür haben wir ein eigenes Personalentwicklungsprogramm entwickelt, wo diese älteren Ingenieure und Techniker an eine neue Denkweise herangeführt werden, wie Produkt und Produktionsprozess funktionieren.
in Einklang betrachtet werden, über den ganzen Lebenszyklus, wie man Produktentwicklung neu denken muss und das dann kombiniert mit Trainingseinheiten, mit Studierenden, wo ein interaktiver Austausch stattfindet, wo auch gemeinsame Praxisprojekte für das Unternehmen umgesetzt werden. Und auch das haben mittlerweile über 40 Ingenieure aus Ostwestfalen-Lippe nachgefragt und die Wirkungen sind wirklich sehr nachhaltig, weil die natürlich mit sehr viel neuen Erfahrungen und Ideen ihre Arbeit in den Unternehmen weiterführen können für viele weitere Jahre hinweg. Wir haben noch ein Schulungsprogramm aufgelegt, wo wir unterschiedliche eintägige Schulungen in Bereichen wie Mensch-Maschine-Interaktion oder Big Data oder neue Geschäftsmodelle anbieten. Das finden Sie hier auch direkt um die Ecke auf dem Stand, wenn das für Sie interessant sind. Das sind kostenlose Schulungen, die in Ostwestfalen-Lippe stattfinden. Sie sind herzlich eingeladen, soweit da noch Plätze frei sind, auch daran teilzunehmen. Wie gehen wir weiter vor? Welche Trends sehen wir? Also die Arbeit 4.0 ist ein Schwerpunktthema für unsere Netzwerkaktivitäten in den nächsten 5 Jahren. Und dabei konzentrieren wir uns insbesondere auf die Agilität von Unternehmensorganisationen, was beispielsweise neue Führungsmodelle angeht, die Veränderung von Hierarchien, was digitale Erklärungssysteme angeht oder lernende soziotechnische Systeme. Sie haben gerade den Bereich Assistenzsysteme schon mal kennengelernt. Das geht viel stärker jetzt noch in lernende Systeme, die Menschen noch stärker entlasten können. Wie können nun Unternehmen, wie können vielleicht auch Sie von diesen Erfahrungen profitieren? Ich hatte es gesagt, wir haben 171 Transferprojekte gemacht, wo wir neue Technologien in kleine und mittlere Unternehmen gebracht haben. Ein Beispiel ist das Unternehmen Steute aus Löhne. Die produzieren Fußschalter, die sehen Sie ganz links auf dem Bild, mit denen Chirurgen Augenoperationen durchführen, also Laser bedienen, mit denen ein grauer Stahl weggelasert wird. Also ein sehr komplexes Gerät, das in sehr hoher Variantenvielfalt umgesetzt wird. Und auch da ist natürlich die Einarbeitung und die Fertigung so einer Variante sehr schwierig, wie eben schon bei dem Beispiel dargestellt. Und da ist es uns gelungen, das 100-seitige Handbuch über einen Bildschirm verfügbar machen. Sie sehen das auf den nächsten beiden Bildern, wo der Monteur also bei der Fertigung dieses Fußschalters über den Bildschirm durch die Montage durchgeführt wird, wo eine automatische Fehlerkontrolle stattfindet und so die Fertigung sehr viel schneller und effizienter durchgeführt werden kann. Wir haben mittlerweile auch ein Start-up in diesem Bereich Assistenzsysteme, Assembly Solutions, aus einer unserer Hochschulen ausgegründet, die schon jetzt individuelle, maßgeschneiderte Assistenzsysteme für produzierende Unternehmen anbieten und nicht nur für die Großen. Die haben also auch Kunden mit 100 bis 150 Beschäftigten. Und da sieht man eben, dass ein Thema, was wir anfangs noch als Zukunftsmusik gesehen haben, doch sehr schnell in die Breite der Industrie geführt werden kann und jetzt schon als Geschäftsmodell funktioniert und damit Geld zu verdienen. Wir bieten viele weitere Angebote für kleine und mittlere Unternehmen an, um sich mit den Möglichkeiten auseinanderzusetzen. Beispielsweise gehen unsere Technologieberater in die Unternehmen, um Potenziale der digitalen Transformation aufzuschließen und ihnen Empfehlungen an die Hand zu geben, welche Schritte sie als nächstes tun können. Wir haben sogenannte Digitalisierungschecks über einen Online-Check, den man selber machen kann, bis zu einem mehrtägigen Quick-Check, wo also eine langfristige Potenzialanalyse für das Unternehmen gemacht wird. Und wir haben sogenannte lernende Netzwerke, wo sich eine Anzahl von Unternehmen über einen längeren Zeitraum ganz gezielt über spezifische Herausforderungen und Probleme, wie beispielsweise Mensch-Maschine-Interaktion oder auch die Gestaltung der Arbeitswelt der Zukunft austauschen können. Sehr vertrauensvoll, weil natürlich bei uns in der Region sehr viele unterschiedliche Unternehmen in dem Cluster zusammenarbeiten, die nicht direkt Wettbewerber sind, die aber sehr gut von den Lösungen und Erfahrungen der anderen Unternehmen profitieren können. Und wir haben sogenannte Schaufenster, wo man so unterschiedliche Aspekte von Digitalisierung und Arbeit 4.0 live erleben kann und wo man mit Experten dann auch die konkreten Anknüpfungspunkte für das eigene Unternehmen diskutieren kann.
Ich habe Ihnen mal 4 Beispiele mitgebracht, die das Thema Arbeit 4.0 angehen. Sie sehen ganz links das Richard von Weizsäcker Berufskollegs. Da kann man neue Methoden des Lehren und Lernens erfahren. Wir haben das Berufskolleg im Kreis Höxter, wo also unterschiedliche Weiterbildungsangebote für die Mensch-Maschine-Interaktion organisiert werden. Und wir haben beispielsweise auch in unserer Handwerkskammer ein Schaufenster, wo es darum geht, wie wird eigentlich die Handwerksausbildung der Zukunft aussehen, wo man beispielsweise im Bereich Facility Management ein ganz neues Ausbildungssystem kennenlernen kann, wo also gewerkeübergreifend weiter qualifiziert wird, welche Kompetenzen beispielsweise Elektriker oder andere Berufe brauchen, um disziplinübergreifend das Thema intelligente Gebäudetechnologien in Zukunft auch abdecken zu können. Wir haben unsere Erfahrungen in verschiedenen Infomaterialien aufbereitet, die Sie hier auch bei uns am Stand finden. Wir haben diese Beispiele, was die Gestaltung der digitalen Arbeitswelten angeht, aufbereitet und dazu auch entsprechende Handlungsempfehlungen mit in unsere Broschüre gepasst. Also wie es eben geht, dass man die Beschäftigten einbindet, wie man mit einer positiven Digitalisierungsgrundhaltung auch nachhaltige Effekte in einem Unternehmen schafft. Wir haben in der nächsten Broschüre unsere Transferprojekte nochmal aufbereitet, also wie kleine und mittlere Unternehmen diese neuen Technologien genutzt haben, um konkret ihre Prozesse und Arbeitsbedingungen zu verbessern. Und direkt daneben noch die Broschüre mit unseren Schaufenstern, wo Sie sehen können, welche Themenfelder Sie in Ostwestfalen-Lippe sich als Unternehmen oder Multiplikator in so einer Schaufensterführung einmal anschauen können, um dann letztendlich auch konkrete Erfahrungen zu sammeln. 2 Veranstaltungshinweise, die möglicherweise für Sie interessant sein können. Am 31. August haben wir bei Dr. Oetker das Thema Führen im digitalen Zeitalter. Da finden Sie auch die Einladung auf unserer Internetseite. Und insbesondere einladen möchte ich Sie zu unserem Kongress Faszination 4.0 Arbeit, wo wir einen großen Kongress in Ostwestfalen-Lippe organisieren, wo wir unterschiedliche konkrete Beispiele für die Gestaltung der Arbeitswelt, insbesondere im Mittelstand, deutlich machen. Der Bundesminister Hubertus Heil wird dort voraussichtlich kommen. Wir haben aber auch ganz konkrete Beispiele von der Industrie über Handel bis zum Handwerk. Wir haben Beispiele dafür, wie Arbeiten im ländlichen Raum gelingen kann, wie die berufliche Bildung der Zukunft aussehen kann, wie neue Lernmethoden eingesetzt werden kann. Und last but not least geht es auch um New Work und was das für den Mittelstand heißt. Das war ein kleiner Überblick über die Erfahrungen, die wir in Ostwestfalen-Lippe machen. Um zurück zur Eingangsmoderation zu kommen, wir sehen die Digitalisierung eher als Chance. Wir sehen, dass sie Arbeitsplätze verändern wird. Wir sehen aber insbesondere auch die großen Geschäftspotenziale, die sich dadurch für unsere Unternehmen in Ostwestfalen-Lippe ergeben werden, die zu vielen neuen Arbeitsplätzen führen werden. Insofern sehen wir der Zukunft sehr gelassen ins Auge. Wir sagen aber auch, wir müssen jetzt die Arbeitswelt der Zukunft gestalten. Wir müssen die Unternehmen gewinnen, weil dazu gibt es kein Patentrezept, sondern jedes Unternehmen muss den eigenen Weg finden, wie die Zukunft des Unternehmens aussehen wird. Aber wir haben in Ostwestfalen-Lippe eben viele Strukturen und Unterstützungsangebote, wie wir diesen Unternehmen helfen können, auch in der Zukunft erfolgreich im Wettbewerb zu agieren. Vielen Dank. Ich freue mich gleich auf Ihre Fragen und Ihren Besuch und noch einen schönen Messetag. Ja, meine Damen und Herren, vielen Dank, Herr Marquardt. Ich fand das jetzt ebenfalls sehr interessant, vor allen Dingen, wenn man mal sieht, was in einer Region alles möglich ist. Und jetzt habe ich eine ganz persönliche, neugierige Frage. Sie müssen ja auch von was leben. Wie finanzieren Sie Ihre Arbeit? Wie ist es möglich, dass Sie anderen viel Gutes rüberschaufeln können? Es muss ja auch irgendwie für Sie eine Finanzierung da sein. Entschuldigung, wenn ich das frage, aber es ist sehr wichtig. Wir haben damals, als wir den Spitzenclusterwettbewerb des BMBF gewonnen haben, eine eigene GmbH gegründet. Ah, ja. Das heißt, wir finanzieren uns zu 50% aus Mitgliedsbeiträgen der Unternehmen und zu 50% aus Fördermitteln erst oder des Landes Nordrhein-Westfalen.
Das heißt, wir, auch unsere Unternehmen, sehen die Chance, die eine Zusammenarbeit im Netzwerk bringt, was die Zukunftsfähigkeit insbesondere des Mittelstandes angeht. Und die bezahlen auch dafür, dass wir diese Fäden zusammenführen und die entsprechenden Angebote auch auf den Weg bringen. Aber ähnlich wie auch bei anderen Netzwerkorganisationen in NRW und in Deutschland, ganz ohne Förderung geht es noch nicht. Aber wir haben jetzt ein Modell 50-50 gefunden, was, glaube ich, ein guter Kompromiss ist. Es ist sinnvoll, wenn die Gelder abgerufen werden, wenigstens bei Ihnen umgesetzt und nicht, wie es in der Glasfaserwelt ist, genau, dass Milliarden liegen und es ist ja erschreckend und dann nur ein paar Millionen bisher abgerufen wurden. Nochmal eine Frage, zum Beispiel, ich kenne die Kammer Westfalen-Lippe, wir hatten letztens dort eine große Sitzung mit den Technologieberatern des Handwerks. Wie kann ich mir da die Zusammenarbeit von Ihnen vorstellen, konkret, und wie kommt es dann zur Umsetzung in den Betrieb hinein von Ihrem Know-how? Also wir haben erstmal noch den Fokus eher auf der Industrie, das heißt, die Industrie- und Handelskammern, aber auch die Handwerkskammer sind Transferpartner in unserem Netzwerk, das heißt, sie sind eingebunden in die Ergebnisse, wir haben einen Transferkreis und die Technologieberater der Kammern gehen in die Unternehmen, nehmen konkrete die Bedarfe aus. Die nehmen ihr Know-how mit und ihre Informationen, die sie zur Verfügung stellen. Und sie sind quasi die Schnittstelle zwischen Cluster und Unternehmen. Und wenn dann die Schnittstelle hergestellt ist, versuchen wir eben die geeigneten Instrumente zu finden, wie wir genau das auf dieses eine Unternehmen zuschneiden können. Und das Handwerk ist bisher noch in einer eher beobachtenderen Rolle. Wir sind aber jetzt dabei, also diese Erfahrung auch insbesondere auf das Handwerk auszurollen und planen beispielsweise ein Kompetenzzentrum für Digitalisierung im Handwerk. Respekt, also toi, toi, toi. Sehr geehrter Marquardt, ich darf Ihnen ebenfalls ein kleines Präsent mitnehmen zur Erinnerung und gleichzeitig zur Information. Ja. Vielen Dank für den Vortrag. Okay. Wiederhören. Tschüss.